Hallo zusammen hier bei den Woidens von Böhmerhof. Heute bekommt ihr einen Einblick in unsere Küche, was wir alles so machen. Viel Spaß dabei! Und das gibt's heute. So, hallo zusammen hier bei den Woidens. Heute möchte ich euch einen Kaffee vorstellen, wie wir den machen. Und zwar haben wir da seit 8 Jahren gute Edelstahl Kaffeekanne. Das ist schon ein bisschen Ritual geworden. 2-mal am Tag, früh und nachmittags. Und ist eben für 2 Leute gedacht. Natürlich auch super für unterwegs. Wenn man reisen geht, kann man es zum Beispiel auf den Grill stellen. Oder nimmt es halt einfach mit und hat dann auch seinen gewohnten Kaffee im Urlaub auch. Warum Edelstahl? Das ist ganz einfach. Ihr kennt alle sicherlich die Espresso-Maschinen, wo in südlichen Ländern tagtäglich hergenommen werden. Aber diese Espresso-Kaffeemaschinen haben den Nachteil, dass die eben aus Aluminium bestehen. Und dann, wenn der Kaffee dann heiß gekocht wird, geht eben immer ein bisschen von dem Aluminium in den Kaffee über und ihr trinkt quasi den Kaffee dann ein bisschen Aluminium mit. Deswegen hier den Edelstahl-Kaffeekocher. Die Teile sind so, hier hat man unten den Wassereinsatz, den kann man ganz einfach abschrauben und kommt hier das Wasser rein. Hier kommt am besten dann der frisch gemahlene Kaffee rein, weil wenn er frisch gemahlen ist, der Kaffee, sind ganz einfach die Inhaltsstoffe wirken da am besten und ist halt am gesündesten. Dann kommt dann da oben drauf und dann wird es hier oben zugeschraubt und dann kommt es auf die Herdplatte. Oder alternativ dann auch unterwegs auf dem Grill oder sonst wo. Ja, dann schauen wir uns mal die Vorgehensweise an. So, ich tue das Ganze jetzt hier zubereiten. Man kann die frischen Kaffeebohnen ein bisschen in die Handmühle rein. Wasser rein. So, bis kurz unter den Strich, nicht ganz zu voll machen, sonst geht das mit hoch. Dann Einsatz rein. Und Kaffee. Da mit 2 Löffel. Oben aufgeschraubt. Fertig, und dann kommt es auf den Herd. Der Kaffee fertig.
Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Hat es euch gefallen? Drückt den Daumen hoch und lasst euch mal wieder blicken.